Weiter geht's mit dem 6. Level von der Finsterstadt. Wir sind fast durch mit der 8. Welt, also der Finsterstadt. Und ich bin gespannt, wie schwer das noch werden wird. Okay, wir folgen dem Ding erstmal. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Okay, da ist wieder dieser blöde Roboter, den ich nicht ausstehen kann. Aber okay, wir sollen ja wahrscheinlich warten, ja genau. Der wird uns jetzt abwerfen. Mhm. Trifft aber nicht, denn er ist schlecht. ich glaube, wir sollen nach oben. Oh, das ist ein Geschenk. Wow! Okay, das. Sieht das nicht? Wait. Hey! Was war das denn jetzt? Willst du mir etwas sagen, das funktioniert so nicht? Hm? Muss ich ducken? Ah, ich muss ducken. Ah. Okay. Bom, badabam. Okay, der Heini muss uns sehen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Moment. Ich müsste eigentlich auf die Plattform hier oben rankommen können, ne? Genau. Ich springe auf ihn drauf. Ah, und dann bewegt er sich automatisch. Alright. Gut. Da komme ich jetzt weiter. Auf ihn drauf. Genau. Boah, es wird hier richtig schwierig langsam, ne? Richtig knifflig. Ich muss immer aufpassen, wo man langlatscht. Oder muss ich hoch? Weil das ist ein One-Up. Und dann ist es ein sicherer Runterfall. Ne, sicherer Fall nach unten, meine ich. Blöp. Perfekt. Jetzt den Schlüssel. Jetzt warten, bis die Plattform wieder kommt. Dann haben wir's. Okay. Sieht sehr kompliziert aus. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Immer einen kühlen Kopf bewahren. So sagt man doch. Kann ich da hoch? Wow, yahoo! Nee, irgendwie nicht. Ich kann aber hier lang. Und sterben! Ja, genau das Geräusch. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Musik in dieser Welt nicht so wirklich mag. Okay, ducken. Geht schnell durch. Okay, gut. Das ist ein One-Up, das können wir uns eben holen. Okay, hat geklappt. Da ist ein Bob-Omb, den können wir uns eben holen. Bam. Klappt das? Wow. Trampolin. Nicht Trampolin. Der Scheigerl da, der hat mir gerade Probleme gemacht. Okay, da wollen wir auf jeden Fall auch noch runter. So, das ist sehr gut, dass er schon mal anfängt zu zünden. Hier aufpassen. Jetzt schnell durch. Mhm. Schnell hoch. Oh, da ist noch eine Wand oben. Oh. Ich schätze, wir müssen die nicht kaputt machen. Oder war das jetzt schlecht? Habt ihr einen Blitz gleich? Ich habe Angst, dass der gleich Blitz kommt. Ich muss schnell weg. Jetzt können wir durch. Okay. Beam. Jetzt. Bob-Omb. Mitnehmen. Okay, das Level mag ich aber. Das ist sehr linear und man muss eigentlich auch wirklich nur bei den Hindernissen aufpassen. Mehr nicht. Mehr ist das nicht. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Werfen! Okay, es hat nicht ausgereicht. Wohl. Okay, er springt nach rechts. Gut. Jetzt schnell durch, jetzt schnell durch. Werfen. Nein! No! Alter, war das knapp. Ey, es hat funktioniert. Also, was will man mehr? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das sogar noch in die eine Folge rein. Das war eine lange, epische Finalfolge haben. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie gut wir jetzt hier noch durchkommen. Aber erstmal gibt es ein paar One-Ups zu sammeln. Denn, naja, ich hatte mal 30. Da muss ich wieder ein bisschen nachholen. Und das geht dann hoffentlich hier in dem Level. Lass mal sehen. What? Okay, ich geh's mal nach links. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Warum sind da überall... Was? Wo sind überall diese Mülltonnen? Was soll mir das sagen? Ja. Genau, komm her. Okay, perfekt, wir haben ihn. Und das war's schon? Hä? Warum war das so einfach? Hä? Yahoo! Nehme ich an. Habe ich nichts gegen tatsächlich.
Aber die Medienmaris, die haben vielleicht was dagegen. Ich meine, hier in so einem Ort zu sein, ist nicht so schön. Vor allem habe ich schon auf dem Bild gesehen, sind wir jetzt irgendwie an so einer Kanalisation oder so? Das sah gerade so aus zumindest. Wo sind wir? Ja doch. Let's go, little guys. Okay, ihr holt schon mal das Tee. Ah, ich kann sie ein bisschen dagegen lenken. Oder ich mache einfach den hier. Oh. Oh, die können aber trotzdem gegenlaufen. Und das ist nicht so gut. Will ich die nach unten tun? Sollen die nach unten? Ja, kommt mal nach unten. Kommt mal alle mit nach unten. Und der Schalter. Ja. Gott. Wieso kann ich denn nicht sagen, bleibt mal stehen, Freunde? Ich glaube, ich habe einen Fehler begangen. Okay, geht mal durch, alle. Jetzt ist alle. Ja, jetzt sind alle tot. Oh Mann. Okay, das ist sehr kompliziert. Einen Moment. Einen Moment. Also die müssen hier immer runter. Der Schalter, ja. Ah, wait. Doch. Der Schalter ist gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt ist einer nicht mitgekommen und deshalb müssen die anderen drunter leiden. Komm schnell. Wunderbar. Jetzt können wir hier lang. Dann seid ihr nämlich offscreen und hört mir nicht mehr zu. So gesehen sage ich denen, stopp, macht mal bitte nix. Könnt so oft Mario schreien, wie ihr wollt. Ich bin gerade beschäftigt. Come back, ihr Mario. Mario. Ich nehme das mal mit, vielleicht brauche ich das. Oh, hi. Na, was geht ab? Wollen wir mal den Schalter betätigen? Das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Warte, heißt das, die können jetzt auch nicht lang? Oh, das heißt, sie können auf jeden Fall da lang. Ja, perfekt. Hä? So, hä? Habt ihr das gesehen? Ich war halt irgendwie ganz komisch an der Leiter dran. Ach, ich kann so nach links und rechts gucken bei der Leiter. Hab ich noch nie gesehen. Das ist cool. Nee. Will ich das haben? Oder nehme ich das einfach mal mit? Oh, wir wollen... Oh, nicht drauf. Bleib stehen, wir brauchen den roten Schalter. Der ist hier. Okay, sehr gut, sehr gut. Mario! Okay, ihr könnt ja da lang, ne? Ihr seht mich doch jetzt. Ja, jetzt sehen die mich wieder. Ja, ja. Boing, 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 boing. Oh Gott, das war gar nicht mal so gut, oder? Oh, dafür das Ding. Wie bringe ich das nach oben? What the hell? Das muss da stehen, dort. Okay, jetzt habe ich leider den Try verkackt. Aber ich überlege gerade, wie ich das sonst machen soll. Nee. Hä? Keine Ahnung. Hä? What? Okay, ich habe die Mülltonne mal nach oben geworfen und bin hier hochgegangen, weil man kann tatsächlich hier so mitkommen. Ah, okay, shit. Das war jetzt unlucky. Warte, geht das nicht einfach kaputt dort? Nee, geht er nicht. Warte mal. Ja, ich ist jetzt eh ein kaputter Run. Nee, okay, keine Ahnung. Ich glaube, da schaue ich eben nach. Das checke ich nicht. Okay, ich hab's jetzt. Also die Tonne wollen wir da rechts hinwerfen. Wir holen die Mini-Marios ab. Die können jetzt hier safe rübergehen. Boing, 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 boing. Okay, jetzt wollen wir oben den roten Schalter aktivieren, damit sie hier sicher lang können. Na, ist klar. Genau, wenn ich mich da rechts hinstelle, dann sehen die mich. Also machen wir das eben. So. Boing, 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 boing. Perfekt. Jetzt wollen wir... Gesehen, man kann das hier zumachen, das ist cool. Wir wollen den gelben Schalter oder halt den blauen, auf jeden Fall irgendeinen anderen Schalter wieder aktivieren, damit der rote deaktiviert ist. Jetzt können wir nämlich selber hier lang und müssen halt aufpassen, dass wir nicht weggebrüstet werden. Also jetzt springen. So, das war's dann. Also das habe ich halt am Ende nicht gecheckt, aber man soll da selber auch lang. Ich dachte, das wäre zu knapp mit den Lasern, aber nö, das funktioniert. Kein Problem. Huri, huri, huri. Let's go. So, Donkey Kong, für all die Troubles, die du mir gemacht hast, vor allem in dieser Welt. Diese blöden Roboter, die du gemacht hast. Dafür wirst du jetzt zahlen. Ich weiß nicht, ob Bowser dir die ganzen Spielzeuge ausgeliehen hat, um gegen mich zu kämpfen, aber das reicht jetzt, Alter. Das reicht jetzt. Hast du verstanden? Er sagt, ja! Yeah! Wollen wir mal sehen, wie gut er es verstanden hat. Oh.
Okay, man hat mehrere Leben hier. Das heißt, man stirbt nicht sofort. Okay, dafür haben wir auch das Minigame gemacht, ne? So, hoho. Keine Ahnung, was das macht. Wir machen es einfach mal. Oh. Okay, ich verstehe es. Das ist... Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Okay, wir müssen mehrmals den Schalter mal aktivieren, damit wir den Bob-Omb rüberschicken zu DK selbst. Jetzt ist richtig. Wir darf aber selber jetzt nicht den Schalter aktivieren. Bam! Perfekt. Okay. Boing. Boing. Oh, das ist schlecht. Okay, jetzt müssen wir wieder runter. Wir müssen immer im Kreis rennen. Jetzt drehen ist, glaube ich, nicht schlecht. Oh, doch, es war schlecht. Aber egal, jetzt tritt er nämlich selber seinen Knopf, oder? Okay, dann mache ich halt. Bob Omb geht wieder zu ihm. Jetzt muss ich wieder drücken. Ah, jetzt ist leider... Ah, schade. Jetzt ist leider falsch. Okay, ich sollte immer darauf achten, dass rechts die Plattformen bei ihm richtig sind. Okay, jetzt richtig. Jetzt dreht er aber wieder um. Kein Problem. Wir drehen nochmal um und haben den zweiten Hit. Richtig? Richtig. Super. Brauchen wir nicht aktivieren? Und aktivieren. Bams. So klingt er. Ob jetzt nicht aktivieren? Oh! Oh! Bam! Ja, sobald man es verstanden hat, ist es super einfach. Aber er haut wieder ab? Das war's noch nicht. Was zum... Okay, war Welt 8 vielleicht doch nicht das letzte Welt? Hätte ich irgendwie gedacht. Aber erstmal abfeiern! Yippie! Okay, gut abgefeiert. Wir müssen schnell los. Wir müssen schnell los. You big monkey! Hä? Warte mal. Du hast ja gar nichts mehr! Das sind keine Spielzeuge! Oh no! Nicht die Little Toadies! Verdammt! Müssen wir jetzt wirklich statt Minimarius die Toads retten? Scheinbar ja. Oh nein! Oh, das ist aber cool gemacht! Oh, die Musik! Okay, roter Schlüssel für den roten Toadie. Ich frage mich, wie das dann im Multiplayer ist. Aber man spielt doch im Multiplayer den roten Toad, glaube ich, oder? Oh. Oh, der kann einfach wechseln, welcher Schlüssel gerade spawnt. Okay. Okay, dann jetzt den blauen. Also ich habe den blauen trotzdem noch in meiner Hand. Riesiges Donkey Kong Fass hat er jetzt auch noch. Okay. Blauer Toadie ist gerettet. Thank you, Mario! Aber Donkey Kong ist in another castle! Also ist Toad sicher? Weil der musste jetzt noch irgendwie in Sicherheit rennen, ne? Hat man es gerade gesehen. Ich hoffe, der ist sicher. Okay, ich renn schnell, ich tu schnell. Das Spiel hält ja kurz an. Okay, wir haben alle Toadies. Jetzt können wir wahrscheinlich Donkey Kong verletzen. Oder das war ein Bonus, aber wir... Komm, wir müssen die retten, hallo? Das sind meine, unterbezahlten Mitarbeiter, ja? Natürlich muss ich die retten. Also... Ach, okay. Das Spiel zeigt es mir an. Ich muss nach ganz unten. Da ist ein Fass gespawnt. Ein riesiges Fass. Oh. Das sind große Kopfschmerzen, die ich ihm jetzt verteile. Aua. Ja, da habe ich mein Fass verloren. Aber es spawnt doch hoffentlich wieder, oder? Toadies? Bringt ihr mir ein neues Fass? Nein. Aber ich muss jetzt nicht alle neu retten, oder? Nee, scheint nicht so. Ach, das Fass ist es doch, oder? Ja, okay, das war dumm. Okay, jetzt landet es hier. Mann! Also nochmal, jetzt landet es hier. Und bleibt nicht stehen. Hm? Muss ich doch noch irgendwas? Nee, warte mal, jetzt wird's angezeigt. Ach, die Toadies bringen es mir. Oh, ich muss aufpassen. Okay, nice. Mitnehmen. Oh, jetzt ist meine Hitbox aber riesig geworden, ne? Muss ich ja drauf aufpassen. Knapp. Aber es passt. Muss nach links. Okay. Und BAM! Oh, er lebt noch.
Aber die Schalter gönnen jetzt mir, Kumpel! Blöp, blöp, blöp. Hat das irgendwas? Irgendwie nicht. Muss ich ihn immer weiter nach unten schleudern? Ich weiß es nicht. Wow, aufpassen. Komm, schmeiß mal dein riesiges Fass. Oh, die Todis haben noch eins verletzt mal. Sehr gut. Aufpassen. Aufpassen. Jetzt. Okay, hoch, hoch, hoch. Oh, oh. Okay. Du bist da rüber. Was macht der da? Oder wird immer aggressiver mit seinen Fässern. Bam, aber ich auch. Ja. Wir bringen es schon zum Stürzen. Er kann nicht mehr länger aushalten. Gleich haben wir ihn. Die Musik ist cool hier. Oh Gott. Oh Gott. Todis, beide mal. Du musst aufpassen, dass ich nicht sterbe. Aber ich finde das cool, dass der, dass man nur ein Leben hat beim Final Boss Kampf. Bam! Kusch, weg mit dir. Oh. Warte mal. Aber Mario, wollt ihr dich umbringen? Oh, stimmt, hab ich vergessen. Oh. Wie lang ist dieses Gebäude? Das war's einfach? Okay, Leute. Das war Mario vs. Donkey Kong. Das war Donkey Kong, den ihr gerade gesehen habt. Das ist der. Das ist nicht Cranky, nein, das ist Donkey Kong. Ja, der. Wir haben alle Mini-Marios gerettet. Wir haben Toads gerettet. Mit dem wir dann auch noch ein Two-Player-Abenteuer eventuell machen werden. Mal schauen. Kann ich A drücken zum Beschleunigen? Ich kann überspringen. Nee, lass mal. Okay, ich gebe jetzt schon Fazit, auch wenn ich weiß, wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch viele Bonus-Level. Aber jedenfalls, ich finde das ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt als Remake 50€ Remake-mäßig fair ist. Ich hätte 40€, glaube ich, besser gefunden. Aber trotzdem besser 50 als 60. Kann man es auch so sehen. Grafik sieht dennoch gut aus. Auch wenn ich es am Anfang kritisiert habe, finde ich es mittlerweile doch in Ordnung. Was das vor allem zeigt, ist, dass die Mario vs. Donkey Kong Reihe mit den Mini-Marios nicht tot ist. Und vielleicht hierdurch ein neues Reborn hat. Also die Serie wird fortgeführt vielleicht mit weiteren Remakes, zum Beispiel aus der DS-Ära oder 3DS-Ära oder vielleicht sogar noch Game Boy. Also das war ja hier ein Remake vom Game Boy Advance-Teil, den ich übrigens nie gespielt habe. Das heißt, zwar war das hier nicht blind, denn ich kenne das Spiel, aber es war schon so lange her, dass es doch irgendwie schon blind war. Wir haben bis hierhin alles 100% gespielt, was ich cool finde. Lol, IQ, Leute, ne, ist das nicht so ein komisches. Ja, ist auch egal. Irgend so ein komisches Ding ist das. Was gibt's noch zu sagen? Die Rätsel waren cool. Welt 6 und Welt 8 fand ich besonders schwer. Manche Sachen musste ich nachschauen, weil am Anfang wird super viel erklärt mit den Fragezeichenblöcken. Und dann später nichts mehr. Ich meine, das, was ich überhaupt nicht gecheckt hätte, ist, dass man diesen Schweif von diesem Roboter einfach festhalten kann, indem du da mit der anderen Hand an der Kette hältst. Ich glaube, darauf wäre ich nicht gekommen. Und naja, das ist irgendwie komisch, dass man das nicht erklärt bekommt. Ich meine, ja, okay, dann ist das Level zu einfach, aber keine Ahnung. Ist ja trotzdem irgendwie wichtig, oder? Oder zumindest einen Hinweis geben. Irgendwie einfach nur sagen, ja, wusstest du, Mario kann zwei Sachen auf einmal festhalten. Aber na gut, ich hatte trotzdem meinen Spaß. Und gern geschehen. Aber hey, wir spielen noch weiter, hast du verstanden? Du hast den Bestzeitmodus für Standard-Level freigeschaltet. Meistere bereits abgeschlossene Level so schnell du kannst. Ich verfüge gar nicht zwei Spielmodus. Du hast die Profi-Level freigeschaltet. Ja, da wollen wir auch hin. Was war das übrigens für ein Ending? Oh, es geht weiter. Ah. Ernsthaft? Das war beim Original nicht so. Oh no. Here we go again. Tja,
Und so wird die Story verlängert. Mario und Co. Spielzeugfabrik ist Welt 1 Plus. Warte, heißt das, wir haben jetzt alle Level Plus? Mamma mia, here we go again. So, da hinten war ein Mini-Mario ohne Kappe, habt ihr das gesehen? Ja, okay, wir machen jetzt wirklich einfach alle Welten nochmal von vor. Oh, was? Pro 1? Pros? What? Okay, die Pro-Level kann man nur spielen, wenn man alles hat. Ja, ich schätze, wir müssen die dann auch spielen, oder? Boah, ich weiß es gar nicht. Also, die Plus-Level auf jeden Fall. Profi, wir schauen mal. Hat sich gereimt. Hier sind aber nicht die gleichen Icons, oder? Nee. Hat Mario & Co. Spielzeugfabrik. Und hier ist es Mario & Co. Spielzeuge. Also das ist so außerhalb davon und das ist aber innerhalb. Okay. Leute, da bin ich gespannt, wie das hier beim nächsten Mal weitergehen wird. Ja, lasst mich da wissen, wie ihr das Spiel so bisher fandet. Falls ihr es auch bis hierhin durchgespielt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.